Gestern habe ich folgende Instagram-Story hochgeladen. Leute, schickt mir eure besten Tricks, die ihr jemals gelandet habt auf Instagram. Am besten ohne Musik und ihr kommt dann im nächsten Video vor. Also, viel Glück. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich von euch bekommen habe. Ihr habt mich zu bombardiert mit den ganzen krassen Tricks von euch. Aber natürlich haben nicht alle gereicht und ich habe nur wirklich zufällige welche rausgesucht. Also erstmal danke für die ganzen Leute, die mich auf Instagram abonniert haben und die ganzen Videos zu mir geschickt haben. Aber Leute, ihr seid hier aus einem bestimmten Grund da, weil ihr unbedingt diese Videos sehen wollt, wie ich auf eure Tricks reagiere. Und ich würde sagen, wir fangen auch straight an. Lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal und wir fangen jetzt an mit dem ersten Clip. Ich habe den Clip von Tom geschickt bekommen. Grüßen gehen raus an dich. Oha, Digga. Direkt erstmal absolut rasiert. Wir fangen straight mit Bangers an, Leute. Es ist nicht normal. Wir fangen an mit einem Triple Kick des R im 180 bei uns in Saarstedt in der 180 Race. Die absolut heftiger Trick. Ich verstehe bis heute nicht, wie der funktioniert. Ich glaube, ich habe so lange gebraucht, um den ein einziges Mal zu schaffen und das nicht mal auf irgendeine Rampe, sondern einfach nur auf einem riesen Airbag in der Schweiz. Sehr schwerer Trick. Ich würde den, glaube ich, nie im Leben schaffen, weil ich ihn halt, wie gesagt, nur einmal auf dem Airbag gemacht habe, in einer 10 Meter Rampe gefühlt. Also Respekt auf jeden Fall an der Stelle, würde ich nicht einmal ansatzweise dran denken, den zu versuchen. Und ich glaube, nicht viele aus Deutschland können den, deswegen Hut ab. Wir gehen auch straight zum zweiten Trick. Also das ist jetzt nicht irgendwie nach einer Reihenfolge sortiert oder irgendwie nach Ranglisten. Also das ist einfach ganz zufällig. Und ich habe mir wirklich nur welche rausgesucht, bei denen ich dachte so, ey, cool, nice, feiere ich. Ich konnte natürlich nicht alle Clips von den Reihen nehmen, deswegen kamen nur die besten von den besten rein. Und deswegen schaut einfach her, weil es sind wirklich absolut krasse Tricks. Also meine Community ist echt heftig. Fast krasser als ich gefühlt. Eigentlich schon, das ist schon das Traurige, aber egal. Okay, wir sind jetzt draußen in einem Park. Ein 270 ja, Heel Rewind. Maschine! Digga, Alter, okay. Anscheinend hat er dafür lange gebraucht. 270 Heel Rewind, auch ein absolut komischer Trick, den zu ziehen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist einfach wirklich ein ganz merkwürdiger Trick. Also den kannst du nicht einfach mal irgendwie so chillig über eine Rampe machen. Dafür muss man sich echt ein bisschen anstrengen dafür und wie man am Ende gesehen hat, er hat sich auf jeden Fall mega gefreut. Maschine! Sehr heftiger Trick, also ich hasse Heel Rewinds. Ich kann einfach nur euch meine Meinung dazu sagen, wie ich die Tricks finde, was ich davon halte und ob ich die kann oder nicht. Aber ich glaube, ich bräuchte genauso lange wie du, um den zu schaffen, weil ich bin wirklich eine Niete in Heel Rewinds, also wirklich. Also Respekt, nice Trick und wir gehen jetzt erstmal zum nächsten, denn wir sind jetzt hier in Wuppertal. Okay. Sehr große Halle auf jeden Fall. War ich tatsächlich nur zweimal, glaube ich, insgesamt. Was macht er? Oh, okay, er macht Backflip. Sehr nice. Ja. Chillig, chillig, chillig. Beim damals weiß ich noch, das hat mir Janni sogar mal erzählt, er hat damals seinen allerersten Backflip ins Foampit gemacht, weil damals gab es die Halle Saarstedt halt noch nicht, wo man halt Foampit, Resi und so hat. Und da war so die einzigste Möglichkeit in der Nähe halt in Wuppertal, dieses Foampit zu fahren. Und da hat er mir erzählt, im Hintergrund war einfach ein Schaumstoffbecken damals. An die OG-Fahrer unter euch, ihr wisst natürlich ganz genau, was ich meine. Und dass er den da sozusagen gelernt hat, oder also denke ich mal, dass er es auf Holz direkt gelernt hat. Vielleicht ist es ein Local-Fahrer, vielleicht auch nicht. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber Respekt auf Holz ist auf jeden Fall eine Überwindung. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur ein einziges Mal wirklich einen Backflip auf Holz gemacht und sonst nie wieder. Dann habe ich mich einmal gepackt. Also Backflips und ich und Holz sind nicht so. Also ich bin eher nur Resi-Fan. Also komm, wir gehen mal weiter zum nächsten Trick. Aber ey, wir haben unseren ersten Flip-Trick. Backflip auf Holz, sehr wild. Aber jetzt erstmal nächster Clip. Okay, von dem Park habe ich tatsächlich schon mal gehört. Warte, ich muss mir das mal angucken. Digga, er macht einen Backflip, Triple Kick ist über die kleine Rampe. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Bruder, wie klein ist sein Roller? Bro, und wie alt bist du, Mann? Alter! Backflip, Triple Kickless, sehr heftig. Also auch so ein Trick, Digga, Triple Kickless, ich bin da raus, ne? Backflip, Kombos, auch absolut raus, also wirklich richtig, richtig krass. Der sieht echt wirklich sehr stabil aus. Vor allem noch an so einer kleinen Rampe. Was mich nur ein bisschen irritiert, ist einfach, dass die Resi blau ist. Also ich feiere es so, ne? Aber ich habe noch nie eine blaue Resi gesehen. Ich glaube, dieser Skatepark ist sogar in irgendeinem Einkaufszentrum oder so gewesen. Also ich weiß nicht, wo der ist. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wo der Skatepark ist. Schreibt es mal gerne rein, die Minutenanzahl, wo ihr es gerade geschaut habt, wo ich das gerade gefragt habe. Einfach in die Kommentare dann reinschreiben, welcher Park das ist und wo der ist, weil das würde mich echt interessieren. Ich will da unbedingt mal hin und vielleicht treffe ich einen oder anderen von euch. Aber jetzt zum Clip nochmal. Richtig heftig. Über so eine kleine Rampe. Ich glaube, die ist so groß wie bei uns in Saarstedt. Also die ist bestimmt sehr klein. Also heftig auf jeden Fall. Okay, gut. Zum nächsten Clip gehen wir auch straight rüber. Okay, wir sind wieder in unserer Halle in Saarstedt. Ja, jetzt könnt ihr den Vergleich mal kurz sehen. Die Resi ist auch ungefähr so groß. Und er macht einen Backflip-Barspin über die Box. Damn. Die Saarstädter Gang wird stark. Mir ist echt aufgefallen, dass sehr viele Leute so schnell durch Resi einfach bei uns lernen. Ich meine, ich kann das ja am besten beurteilen, weil ich halt da jedes Wochenende bin und halt die Fahrer schon richtig lange kenne. Und wenn ich mir denke so,
Bro, was man so alles machen kann in so kurzer Zeit, also echt krass. Also eine Resi ist echt eine große Hilfe. Formpit natürlich auch. Aber Backflip Barspin, sehr cooler Trick. Kleiner Fun Fact, ich habe ihn auch einmal versucht auf die Resi. Aber ich habe mich dreimal so gepackt. Ich habe einfach den Backflip gezogen, Barspin versucht zu ballern und der ist mir immer nach hinten in den Absprung von der Rampe reingelandet. Jedes Mal 3 von 3 Versuchen und da hatte ich einfach gar keinen Bock mehr auf diesen Trick. Ja, also Backflips und ich, wir sind halt nicht gut. Ich mag nur irgendwie so kleine Flares zu ziehen. Ach komm, es geht gar nicht um mich, es geht um eure Clips. Also gehen wir jetzt erstmal weiter. Backflip Barspin, sehr wild auf jeden Fall. Nicer Trick und wir gehen jetzt erstmal zum nächsten. Okay, wir sind jetzt irgendwo draußen in einem Skatepark. Er sieht auch geil aus und er macht... das erste Mal ein Gap-Trick. Okay, ich schmeiß den Roller weg. Also er freut sich auf jeden Fall, dass er ihn geschafft hat. Es ist auf jeden Fall sehr nices Gap. Also das ist echt wirklich sehr weit. Auf Video sieht es halt leider nicht immer so weit aus. Ich persönlich war nicht in einem Skatepark. Aber ich denke mal, der den Clip gemacht hat und den Bryflip darüber geschafft hat, weiß, wie breit das ist. Und ja, so ein Gap ist halt nicht einfach. Und so ein Bryflip zu landen auf so einer Schräge ist auch nicht angenehm. Aber trotzdem sau wirklich krank, Alter. Echt. Mega geil. Also so Gap-Tricks, da bin ich eher raus. Ich finde, das tut einfach nur weh und macht einfach null Bock. Aber kann natürlich auch cool aussehen, so wie der Bryflip ist hier. Aber jetzt zum nächsten Clip. Und zwar sehe ich schon, wir sind hier in Saarstedt wieder. Okay. Wir sehen, er fällt an, über die Bälle, fährt auf die Wall zu, macht ein Steezy 180 und ein Kickless Late Whip. Fast über die Box, sehr nice, clean und dann noch ein Barspin 180. Nice Halle einfach, ich bin euch ehrlich, nice Halle. Kickless Whip, auch sehr cooler Trick, über die Resi Box und wir machen weiter. Wir sind in Hamburg, oh, wir gehen direkt straight weiter. Hamburg, Bry Whip Air, auch sehr geiler Trick. Das war echt ein kurzer Clip, das war echt ein sehr kurzer Clip. Wir gucken uns den nochmal an. Bryflip Tail Whip in Hamburg in der Quarter und clean gelandet. Also 1A, wahrscheinlich New Learn, so wie er gerade so in die Kamera guckt. Ich glaube, da freut sich jeder drüber, wenn er New Learn macht. Und wir bleiben auch in Hamburg, denn wir haben hier in der Bowl direkt noch einen Clip. Mal gucken, was jetzt kommt. Auch sehr krasser Trick. Also wirklich sehr, sehr, sehr krass. Ist sehr schwer zu kontrollieren. Ich weiß nicht genau, wie der Trick heißt, aber es ist ein Mac oder Umbrella. Ich weiß nicht, was um ehrlich zu sein der Unterschied ist, aber ein Umbrella. Heel Kick Rewind. Ganz komisch, aber ein Trick, der wirklich richtig Bock macht und direkt auf Holz, also sehr wild, auch clean geschafft. Und er hat sich, denke ich mal, auch über gefreut. Also sehr wilder Trick, Digga. Sehr nicer Banger. Für die Leute, die aus Hamburg fahren, beziehungsweise Hamburg, deren Local Park ist, die i-Punkt-Halle, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Mal gucken, wie viele Leute von euch aus Hamburg kommen. Ich werde natürlich jeden Kommentar lesen, also macht's auf jeden Fall. Sonst werde ich wirklich sauer. Nächster Clip ist, oh, Bry Whip Drop. Sehr nice und clean. Ich sehe gerade diese Halle. Wir gucken uns noch mal ganz kurz den Clip an, denn die Halle ist in Stuttgart und ich war, glaube ich, noch nie in Stuttgart. Also Bry Whip komplett clean, Alter, was soll man sagen? Ihr könnt mir mal gerne sagen, falls ihr schon mal da gewesen seid, wie die Halle ist, weil ich will da eigentlich unbedingt hin, aber Stuttgart ist halt wirklich sehr weit von mir. Deswegen, ob sich's lohnt, weiß ich nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Lohnt sich nicht? Ich weiß nicht. Aber Bry Whip hast du echt nice gemacht, Digga. Ich bin absolut kein Fan von irgendwie Bry Drops oder sonst irgendwas. Deswegen, ich weiß, wie schwer der Trick ist. Und ja, krasser Trick auf jeden Fall. Aber Leute, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn ihr mehr Reaktionsvideos sehen wollt, dann schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Und wir sehen uns beim nächsten Video übermorgen. Habt noch einen geilen Tag. Habt noch einen geilen Tag und fahrt auf jeden Fall noch dieses Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, habt noch einen geilen Tag. Peace.